Respektabilität, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und, das möchte ich auch betonen, liebe Studieninteressierte, hoffentlich bald künftige Studenten, Studierende der Universität Bayreuth, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem aber lieber Herr Kollege Ertel. Im Namen der Universität Bayreuth begrüße ich Sie ganz herzlich auf unserem Campus. Ich freue mich, dass Sie, unser großes Auditorium, so zahlreich den Weg in unseren Audimax gefunden haben. Das ist natürlich nachvollziehbar, denn schließlich hat man nicht alle Tage die Möglichkeit, einen Nobelpreisträger einmal live und in Farbe hier vorne gleich zu erleben. Professor Ertel erhielt im Jahre 2007 für die Aufklärung grundlegender physikalischer Prozesse in der Katalyse den Nobelpreis für Chemie. Damit ist er als Physiker an der Schnittstelle von Chemie und Physik mit seiner fächerübergreifenden Forschung ein leuchtendes Beispiel für interdisziplinäre Forschung. So wie wir sie auch hier in Bayreuth vor allem und schwerpunktmäßig in unseren Profilfeldern betreiben. Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, dass Sie, lieber Herr Professor Ertel, der Einladung von Professor Zimmermann zum Vortrag im Rahmen der Lorenz Kramer Memorial Lecture gefolgt sind. Sie werden uns Einblicke in die Katalyse von Oberflächen vom Atom zum Komplexen geben. Also genau in jenes Thema, für das Sie den Nobelpreis in der Chemie erhalten haben und zu dem Sie bereits zur Verleihung des Preises in Stockholm vor einem breiten internationalen Publikum referiert haben. Dabei sind die Fachkolleginnen und Fachkollegen, die zum gerade laufenden 9. internationalen Workshop zum Thema Pattern Creation in Nature and Materials zu Besuch in Bayreuth sind, sicherlich genauso gespannt auf den Vortrag wie die Studierenden und Studieninteressierten, die zur heutigen Veranstaltung noch einmal herzlich willkommen gekommen sind. Durch das gestrige Interview im Nordbayerischen Kurier wurde der Vortrag ja bereits breit angekündigt und der Öffentlichkeit in Kürze vorgestellt. Dabei hat Professor Ertel betont, dass es ihm ein sehr wichtiges Anliegen ist, wissenschaftliche Erkenntnisse, Allgemeinverständnis, auch für so einfache Menschen, Juristen wie mich, ich bin gespannt, Herr Ertel, in die Öffentlichkeit zu tragen. Er sagt, wir müssen die Ware nicht nur produzieren, sondern auch verkaufen. Und das muss ich sagen, auch als Präsident einer Universität ist enorm wichtig für die Politik, aber auch für diejenigen, die sich für ein Studium interessieren, in ihnen wirklich das Feuer zu wecken. Damit bin ich schon beim nächsten, denn Herr Professor Ertel eilt auch der Ruf voraus, in seinen Vorträgen den entscheidenden Funken Neugierde für die Wissenschaft zu wecken und so auch gerade junge Menschen für die Forschung zu begeistern. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen auch heute gelingt, diesen Funken überspringen zu lassen. Eine solche Veranstaltung ist nicht ganz ohne finanzielle Unterstützung möglich. Die Universität Bayreuth und insbesondere der Fachbereich Physik schätzen sich hier sehr glücklich, auf die Förderung der Emil Warburg Stiftung zurückgreifen zu können. Sie unterstützt die Bayreuther Vortragsreihe Lorenz Kramer Memorial Lecture seit dem Jahre 2005. Diese Vortragsreihe zur Erinnerung wurde zu Ehren des viel zu früh verstorbenen Physikkollegen Professor Lorenz Kramer ins Leben gerufen. Ich darf Ihnen jetzt viel Spaß beim Vortrag von Professor Ertel wünschen und übergebe das Wort an meinen Kollegen und Dekan der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik, Herrn Professor Walter Zimmermann. Walter, bitte. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident, Stefan. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Herr Ertel ist ja eigentlich nicht als Nobelpreisträger geboren worden, deswegen sollte ich eigentlich ein paar einführende Worte noch sagen zu ihm. Herr Ertel kennt Herrn Kramer aus gemeinsamen Forschung, aus dem Schwerpunktsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, nennt sich nämlich Strukturbildung, aus der Zeit kennen wir uns auch beide. Herr Ertel ist der 8. Sprecher und jetzt das Besondere, er ist der 1. deutsche Sprecher, weil diese Reihe bisher sehr international war. Und er ist auch der 1. Nobelpreisträger, der hier spricht. Das heißt, sie adeln die Reihe weiterhin, auch die Vorgänge waren schon sehr, sehr bekannt.
Herr Erdl hat natürlich wie jeder Studienanfänger auch irgendwann mal Studium begonnen. Er hat in Stuttgart studiert mit Ausflügen nach Paris und auch nach München. Hat in Stuttgart sein Diplom gemacht und hat dann an TU München dann also promoviert, damals schon über Katalyse. Er hat dann recht schnell habilitiert, 1968, und ging dann auf eine Professur für physikalische Chemie nach Hannover. Und 5 Jahre später kehrte er wieder nach München zurück, an der Ludwigs-Maximilians-Universität, auch wieder auf einen Lehrstuhl. Auch zwischendrin ist er so quasi immer breiter aktiv geworden, hat Gastprofessuren in den USA angenommen, ich werde jetzt nicht alles erzählen. Und 1986 hat er den Ruf an das Max-Planck-Institut, das auch Fritz-Haber-Institut heißt, und Fritz-Haber ist auch einer der Nobelpreisträger, früherer. Und im Institut weiß ich nicht, wie viele Nobelpreisträger dort in Berlin inzwischen schon sind. Sagen Sie mir's? 7! Also sozusagen das offensichtlich richtiges Nest. Und 1993, 1994 habe ich ihn auch mal besuchen dürfen, hat mich eingeladen. Und vielleicht eine kleine Anekdote: Das Herr Erdl zeichnet nicht nur aus, sozusagen große wissenschaftliche Leistungen zu vollbringen. Als ich dort ins Institut reinginge, dann habe ich an der Tür gesehen, da habe ich nur kurz mal erzählt, es müssten ungefähr 110 Leute sein. Und es waren als Mitarbeiter. Und dann irgendwann beim Kaffee trinken habe ich so ganz, als noch nicht Professor und so ein junger Mann noch, gefragt, Herr Erdl, ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, mich an 110 Leute zu erinnern. Da sagt er, nö, ich rede doch mit den Leuten da, die kenne ich doch auch. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass er mit allen so engen Kontakt hat im Institut, dass die Forschung im Endeffekt so wahnsinnig erfolgreich war. Und ich freue mich auch ganz herzlich, Herr Erdl, dass Sie quasi heute gekommen sind. Aber ich bin nochmal aufgefordert, noch zum heutigen Nobelpreis was zu sagen. Und dann mache ich es mal nicht auf die ernste Art. Wenn ich vor Schülern stehe, erzähle ich immer Naturwissenschaften, da gibt es die unendlich großen Dinge, Weltall, die unendlich kleinen Dinge, dafür wurde heute Nobelpreis verliehen. Damit Sie einen Erdl einordnen können, der hat den Nobelpreis über den Bereich der Naturwissenschaft über die unendlich vielen Dinge bekommen, nämlich unter anderem die Katalyse. Und vielleicht noch ein Wort, da gibt es das Thema Katalyse, dort steht es, vom Atomaren zum Komplexen, und unsere Beziehung bezieht sich eher aufs Komplexe und auch auf die mit Herrn Kramer. Herzlich willkommen, Herr Erdl, und vor allen Dingen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu fahren. Magnificenz, Herr Zimmermann, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung, hier die Lorenz-Kramer-Gedächtnisvorlesung zu halten. Lorenz Kramer war ein bedeutender theoretischer Physiker auf dem Gebiet der nichtlinearen Physik. Und das diesjährige Symposium, das Herr Zimmermann veranstaltet, hat ja auch ein Thema aus diesem Bereich: Musterbildung. Was hat mein Thema hier mit diesem Thema Musterbildung zu tun? Ich möchte mit einem anderen theoretischen Physiker beginnen, einer der bedeutendsten theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts, Erwin Schrödinger, hat in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Zürich gesagt, die physikalische Forschung hat klipp und klar bewiesen, dass für die Mehrheit der Erscheinungsabläufe, deren Regelmäßigkeit und zur Aufstellung des Postulats der allgemeinen Kausalität geführt hat, die gemeinsame Wurzel der strengen Gesetzmäßigkeiten der Zufall ist. Also, wenn wir irgendwo einen kausalen Zusammenhang beobachten, sagt er, steckt Zufall dahinter. Wieso kann es dann zur Musterbildung kommen? Und die Vorlesung hier soll ja über Oberflächen gehen, das heißt, wir betrachten zunächst mal eine Oberfläche, die wir einem Strom von Gasmolekülen aussetzen, die dann auf der Oberfläche gebunden werden. Und das ist hier gezeigt, das ist eine Ruthenium-Oberfläche, die einer kleinen Menge von Sauerstoff ausgesetzt worden ist. Und was Sie hier sehen, ist mit atomarer Auflösung die Position der einzelnen Sauerstoffatome. Regellos, durch Zufall. Wir wissen auf der anderen Seite aber, wenn wir Materie abkühlen, geht sie vom gasförmigen in den flüssigen und am Schluss in den festen Zustand über. Und der feste Zustand ist durch eine strenge Regelmäßigkeit ausgezeichnet. Wieder ein Beispiel aus der Oberflächenphysik. Eine Aluminium-111-Oberfläche, wo man mit atomarer Auflösung die Anordnung der einzelnen Atome
sehen können, streng, regelmäßig. Wie kommt es dazu? Der Grund ist darin zu suchen, dass das System in diesem Fall den Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts anstrebt, und da zwischen den einzelnen Atomen Wechselwirkungen bestehen, sorgen die anziehenden Wechselwirkungen dafür, dass die Konfiguration mit der minimalen freien Energie, die für das Gleichgewicht zuständig ist, diese geordnete Anordnung ist. Thermodynamisches Gleichgewicht heißt, es ist ein geschlossenes System, da gibt es keinen Austausch mit Materie oder Energie nach außen hin, höchstens mit Wärme. Und Schrödinger nannte diesen Zustand tote Ordnung. Woran er aber interessiert war, war, was er lebendige Ordnung nannte. Sie sehen hier ein Tier, das Flecken aufweist, der Gepard. Und die Flecken, die sind nicht atomar, sondern sind größer. Und daneben ein Schnitt durch die Netzhaut, auch streng periodisch, nicht periodisch, aber geordnete Punkte drauf, das sind die Stäbchen auf der Netzhaut. Also offenbar gibt es in lebenden Systemen ein Prinzip, das dafür sorgt, dass ein Grad von Ordnung erreicht wird, der über den atomaren Ordnungszustand hinausgeht, den wir beim Aluminium vorhin gesehen haben, und der dadurch gekennzeichnet ist, dass es lebende Systeme sind in dem Sinne, dass sie nicht geschlossen sind, dass sie ständig einem Zufuhr von Energie in Form von Nahrung ausgesetzt sind und auf die Weise in einem Zustand fernab vom Gleichgewicht sind. Schrödinger hat sich bemüht herauszufinden, ob es mit den bekannten physikalischen Gesetzen möglich ist, solche Strukturbildung zu verstehen. Er hat in dem Zusammenhang ein Buch geschrieben, What is Life, das sehr populär wurde, weil er darin nämlich auch nebenher noch die Grundlagen der Molekularbiologie gelegt hat. Er hat zum ersten Mal auch aufgewiesen, dass Biologie im Grunde genommen auf molekulare Zusammenhänge in den Genen zurückzuführen ist. Aber das war es nicht. Er wollte versuchen herauszufinden, ob die Physik irgendwelche Grundlagen liefern kann, um diese Art von Musterbildung zu erklären. Er scheiterte dabei. Es hat noch einige Zeit gedauert, bis man herausgefunden hat, woran das eigentlich liegt. Das war ein Mathematiker namens Turing, der Ihnen vielleicht alle bekannt ist als der Vater der Computertechnik, und vor allem der Physikochemiker Ilya Prigozhin, die gefunden haben, dass Systeme, die sich fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht befinden, einem ständigen Zufuhr von freier Energie ausgesetzt sind, in der Lage sind, unter bestimmten Bedingungen nicht eine regellose Anordnung zu bilden, sondern Musterbildung aufzutreiben. Ein System fernab vom Gleichgewicht, das kann zum Beispiel eine chemische Reaktion sein. Ein lebender Organismus ist auch etwas wie eine chemische Fabrik mit ständiger Zufuhr von Nahrung und Ausscheiden der Produkte. Und in dem Zusammenhang sollten Sie den Titel meines Vortrags hier zu verstehen, eine bestimmte Klasse von chemischen Reaktionen, um die es dabei geht, sind katalytische Reaktionen. Um was handelt es sich dabei? Wenn wir den Ablauf einer chemischen Reaktion betrachten, dann müssen ja Bindungen gebrochen werden, neue gebildet haben. Das heißt, wenn wir also den Reaktionsablauf verfolgen auf einer Koordinate, dann muss zunächst Energie aufgewandt werden, um neue Bindungen zu bilden. Und dieser Energieberg, der dabei auftritt, der hemmt natürlich den Fortgang der Reaktion. Je höher der Berg, desto kleiner die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Katalyse hat nun den Effekt, dass durch Anbindung an einen Katalysator ein alternativer Reaktionsweg geöffnet wird. Der Katalysator bildet mit den an der Reaktion beteiligten Stoffen Zwischenverbindungen, das lokale Minimum hier. Und dieser Weg, der gestrichelte Weg mit dem Katalysator, kann also mit höherer Wahrscheinlichkeit, das heißt größerer Geschwindigkeit durchlaufen werden. Das ist der Effekt der Katalyse. Wenn Katalysator und reagierende Moleküle im gleichen Aggregatzustand sind, dann spricht man von homogener Katalyse. Alle Lebewesen setzen chemische Stoffe um durch den Einsatz von Makromolen als Katalysatoren, das sind die Enzyme. Die Enzyme übernehmen diese Rolle der Katalysatoren.
Und in der Technik sind es im Wesentlichen feste Stoffe, wodurch die Wechselwirkung der Teilchen aus der Gasphase mit der Oberfläche dieser Zwischenzustand gebildet wird, der dann sozusagen einer höheren Geschwindigkeit die Bildung des Produktmoleküls ermöglicht. Also das sieht dann im Prinzip so aus. Wir haben einen Reaktor, der mit dem Katalysator gefüllt ist. In den Reaktor hineinströmt mit einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit die umzusetzenden Moleküle. Und hinten kommt ein Produktmolekül heraus. Und die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, also die Zahl der Moleküle, die austreten pro Zeiteinheit, hängt jetzt ab von den äußeren Parametern, wie Partialdrücke, Temperatur und von der Natur des Katalysators. Und die Aufgabe des Chemieingenieurs besteht zum Beispiel jetzt darin, das Optimum für diesen Reaktionsumsatz zu finden. Das ist die Basis der chemischen Industrie. Etwa 85% der Produkte der chemischen Industrie werden auf die Weise gewonnen. Ein Beispiel für eine großindustrielle Umsetzung dieses Prinzips ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Die Umwandlung von Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak. Ein Verfahren, das vor genau 100 Jahren bei der BASF in die Produktion aufnahm und die dazu führte, dass die bis dahin ausschließlich aus natürlichen Quellen verwendeten Stickstoffdünger jetzt durch künstliche ersetzt werden konnten. Und einer Schätzung zufolge, wenn es dieses Verfahren nicht gäbe, würden etwa 30% der Weltbevölkerung verhungern. Das heißt also, das sieht man daraus, die Bedingungen, die Notwendigkeit dieser Reaktion. 1913, erste Produktion. Es hat beinahe 70 Jahre gedauert, bis man den Mechanismus dieser Reaktion entschlüsseln konnte. Der ist hier wieder in einem Energiediagramm zusammengefasst. Wenn man von den Ausgangsmolekülen Stickstoff und Wasserstoff ausgeht und Ammoniak bilden will, könnte man die zunächst dissoziieren, spalten, um Atome zu machen. Dazu braucht man einen enorm hohen Energieaufbetrag, um N plus 3H zu bilden. Die Atome könnten jetzt schrittweise miteinander rekombinieren und auf die Weise dann wie eine Kaskade zum Produkt herabfallen. Aber dieser Energieaufwand ist so groß, dass er nicht durch chemische Reaktion, durch gewöhnliche Temperaturen erreicht werden kann. Der Katalysator wählt einen anderen Weg. Er bietet die Möglichkeit an, dass die reagierenden Moleküle mit der Oberfläche des Katalysators eine Bindung eingehen, chemisorbiert werden. Dabei werden die Stickstoffmoleküle und die Wasserstoffmoleküle dissoziiert. Wir landen bei atomaren, chemisorbierten Stickstoff- und Wasserstoffatomen. Und jetzt geht die Reaktion bergauf. Jetzt kommt eine schrittweise Rekombination zu NH, NH2 und schließlich NH3 zustande. Und auf die Weise kann man also großtechnisch dieses Molekül Ammoniak herstellen. Es wäre zu kompliziert, Ihnen jetzt die einzelnen Schritte hier im Einzelnen vorzuführen. Deswegen werde ich im Folgenden jetzt nur noch über eine sehr einfache Reaktion reden, die ebenfalls wichtig ist, nämlich die Beseitigung von Kohlenmonoxid durch Oxidation im Autoabgaskatalysator. Das sieht im Prinzip so aus. Dieser Auspuffkatalysator ist mit einer porösen Masse gefüllt, auf der sich kleine Metallteilchen befinden, aus Platin oder Platinmetall. Und auf diesen kleinen Metallteilchen werden jetzt die umzusetzenden Moleküle gebunden, adsorbiert. Kohlenmonoxid wird ein Kohlenstoffatom und das Sauerstoffmolekül dissoziiert in zwei Sauerstoffatome. Und dann rekombinieren CO und Sauerstoff miteinander zu CO2, das dann wieder in die Gasphase übergeht. Das sind kleine Teilchen. Warum? Weil die Aktivität in so einem Fall natürlich von der zur Verfügung stehenden Oberfläche abhängig ist. Und je fein verteilter ein Stoff ist, desto mehr Quadratmeter pro Gramm Katalysator können wir erreichen. Also deswegen haben typischerweise solche Katalysatoren Oberflächen von 100 oder noch mehr Quadratmeter pro Gramm. Und bei dem Automobilkatalysator sind diese Teilchen auf einem Trägermaterial niedergeschlagen, in dem Fall ist es also Ruthenium auf Magnesiumoxid. Und man sieht jetzt im unteren Teilbild eine hochaufgelöste Elektronenmikroskopaufnahme, wo dieses Teilchen zu sehen ist mit einer atomarer Auflösung. Und dieses Teilchen exponiert natürlich nun verschiedene Kristallflächen.
Wir müssen davon ausgehen, dass die unterschiedlichen Kristallflächen auch unterschiedliche Reaktivität haben. Wenn wir also die Elementarschritte verstehen wollen, sollten wir die Kristallflächen getrennt, einzeln, isoliert untersuchen, also Einkristalloberflächen. Das ist der sogenannte Surface Science Approach, wo man also atomare Vorgänge sozusagen auf die Weise dann detailliert studieren kann. Wir nehmen also jetzt eine solche Platinoberfläche, dicht gepackte, die 111-Fläche, und wollen wissen, wie ist das mit dem Sauerstoff. Wir geben bei tiefer Temperatur eine kleine Menge Sauerstoffmoleküle zu und sehen dann hinterher mit dem Rastermittelmikroskop die Anordnung der Platinatome auf der Oberfläche, das sind die hellen Punkte hier. Und diese Paare von helleren Objekten, das sind die Sauerstoffatome, die aus der Dissoziation des Sauerstoffmoleküls entstehen. Das ist bei tiefer Temperatur, sodass die Teilchen auch unbeweglich sind. Sie können auf die Weise dann stundenlang beobachtet werden. Man kann dabei mehreres erkennen. Die hellen Flecken markieren die Sauerstoffatome. Sie sind von dunklen Höfen umgeben. Das liegt daran, dass diese Technik nicht nur die Topographie, sondern auch die lokale elektronische Struktur abbildet. Also die Sauerstoffatome ziehen elektronische Ladung ab vom untersten der Unterlage, sodass eine Verarmung um die Atome herum gibt. Und das führt dazu, dass also auch eine Wechselwirkung der Teilchen untereinander über das Kristallgitter erfolgen kann, indirekte Wechselwirkung, die sowohl anziehend wie auch abstoßend sein kann. Wir sehen ferner, dass die beiden Sauerstoffatome jeweils nicht auf direkt benachbarten Plätzen sind, sondern immer so 5 bis 8 Angström voneinander entfernt sind. Das liegt daran, dass bei der Dissoziation die Bindungsenergie der Atome an der Oberfläche frei wird, die ist größer als die Bindungsenergie des Moleküls. Und diese Energie hat eine endliche Zeit, die sie braucht, um im Festkörper dissipiert zu werden. Man kann aus dem Abstand und der Temperatur abschätzen, dass diese Zeitdauer von der Größenordnung etwa 3 × 10⁻³ Sekunden ist. Also das ist die Zeitdauer für den Energieaustausch zwischen solchen Teilchen und einer Festkörperoberfläche. Und deswegen braucht man also sehr hoch aufgelöste Lasertechniken, Femtosekundenlaser, um diese Zeitauflösung auch direkt experimentell nachweisen zu können. Das ist jetzt bei relativ tiefer Temperatur, da sind die Atome unbeweglich. Wenn wir jetzt aber die Energieverhältnisse betrachten, die ein solches Atom auf der Oberfläche erfährt, dann stellt sich das so dar: Wenn ein Atom einer Oberfläche genähert wird, dann wird es gebunden mit einer bestimmten Energie, der Adsorptionsenergie, und hat dadurch eine Lebensdauer auf der Oberfläche, die exponentiell von dieser Adsorptionsenergie und der Temperatur abhängig ist. Wenn es jetzt beispielsweise hier in diesem dreifach koordinierten Platz sitzt, dann kann es auf einem benachbarten Platz, findest du genau die gleiche energetische Zustand. Wenn wir es also hin und her bewegen, dann wird die Energie periodisch variieren dieser Art. Und es gibt eine Aufenthaltsdauer auf einem bestimmten Platz, die sicher wesentlich kleiner ist als die Lebensdauer auf der Oberfläche, weil diese Barriere natürlich sehr viel kleiner ist. Das heißt, das Teilchen hüpft von einem Platz auf den anderen, bevor es vielleicht wieder in die Gasphase übergeht. Also wenn wir die Temperatur erhöhen, wird auch diese Aufenthaltsdauer verringert werden. Und unser Raster mit Tunnelmikroskop ist jetzt in der Lage, die Position dieser Atome bei Raumtemperatur zeitaufgelöst zu bestimmen. Das ist die regellose Anordnung, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Aber jetzt zeitaufgelöst in Echtzeit, sieht es so aus. Die springen hin und her, wie bei Brownscher Molekularbewegung, und halten sich, wenn sie isoliert sind, etwa 60 Millisekunden auf einem bestimmten Platz auf. Wenn man genauer hinguckt, stellt man aber fest, wenn sich zwei begegnen, dann verändert sich die Aufenthaltsdauer. Aufgrund der Wechselwirkung, die ich vorhin angesprochen habe, die ist schwach anziehend. Wenn sich zwei Teilchen näher kommen, bleiben sie etwas länger beieinander. Und das hat zur Folge, dass, wenn wir die Konzentration erhöhen, nicht mehr diese regellose Brownsche Bewegung zu beobachten ist, sondern dass die Teilchen sich separieren in zwei Phasen. In eine quasi zweidimensionale Festphase, eine Gitterphase, und eine zweidimensionale
Gasphase. Das ist wie wenn Sie ein Gleichgewicht haben zwischen einem Festkörper und der Gasphase. Sublimationsgleichgewicht, hier in zwei Dimensionen. Das ist also immer noch ein thermodynamisches Gleichgewicht. Das System ist geschlossen, bildet aber diesen Ordnungszustand. Und da die eine Fernordnung in diesen Strukturen aufweisen, kann man mit einer Beugungsmethode, nämlich der Elektronenbeugung, nun auch die aktuellen Positionen der Teilchen genau bestimmen. Wenn die Temperatur tief genug ist, treten immer solche geordnete Phasen auf. Und hier zeige ich Ihnen jetzt die Strukturen, die für unsere Reaktion maßgeblich sind. Einmal Sauerstoffatome auf einer Rhodiumoberfläche, die bevorzugen diese dreifach koordinierten Plätze. Und das ist die Elementarzelle, die relativ groß ist. Das CO-Molekül geht entweder auf Brücken oder on top Plätze und bildet relativ dichte Packungen. Und das hat Konsequenzen. Wenn wir eine mit Sauerstoff bedeckte Fläche noch weiterem CO aussetzen, kann das CO-Molekül sehr gut innerhalb der Einheitszelle noch einen Platz finden. Das ist dann die gemischte Phase Sauerstoff plus CO. Während umgekehrt, wenn die Oberfläche zu sehr mit Sauerstoff, mit CO belegt ist, das Sauerstoffmolekül nicht dissoziieren kann. Das heißt, das CO blockiert die Adsorptionsplätze. Das ist der Grund, auch warum CO physiologisch giftig ist. Es blockiert die roten Blutkörperchen, sodass sie ersticken. Und genauso passiert es auch beim Katalysator. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass das CO teilweise wieder runtergeht, dann kann er nicht funktionieren. Und der Mechanismus der Reaktion ist also nun schematisch hier dargestellt. Wir haben CO-Moleküle, die versucht haben, eine dichte Packung zu bilden. Sauerstoff dissoziiert, macht eine offene Struktur. Dazwischen drin kann das CO adsorbieren. Aber das CO muss teilweise wieder weggehen. Und wie können wir das erreichen? Indem die Temperatur erhöht wird. Und deswegen funktioniert der Autoabgaskatalysator nicht in der Kälte. Er muss etwa 150 Grad warm sein, damit das CO wieder teilweise desorbiert und dann kann der Sauerstoff auch dazwischen noch adsorbiert werden. Das ist der Mechanismus. CO wird adsorbiert, Sauerstoff dissoziiert und dann können die beiden Reaktanten miteinander zum CO2 bilden. Das ist das Energiediagramm. Wir starten mit CO und Sauerstoff, sie werden beide adsorbiert. Durch Überwinden einer relativ kleinen Aktivierungsenergie kann CO2 gebildet werden, das dann direkt in die Gasphase übergeht. Das ist der Mechanismus. Wenn wir also jetzt ein Gemisch haben aus CO und Sauerstoff, wie bei der Katalyse in einem Strömungssystem, das wir kontinuierlich über den Katalysator leiten und die Temperatur ist hoch genug, dass also das CO nicht alles blockiert, dann wird man eine Rate bestimmen, die abhängig ist von den Parametern CO-Druck, Sauerstoffdruck und Temperatur. Und das ist jetzt hier gezeigt, wie das aussieht, wenn wir das bei festgehaltener Temperatur und festgehaltenem Sauerstoffdruck machen, als Funktion des CO-Drucks. Experimentell, an einer anderen Fläche, Ruthenium-Dioxid. Bei kleinem CO-Druck wird eine Erhöhung des CO-Drucks, eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit hervorrufen, bis wir ein Maximum erreichen, wo weitere Zugabe von CO nach nun zu einer zunehmenden Blockierung der Plätze für Sauerstoff sorgt und die Reaktionsrate wieder abnimmt. Ich zeige Ihnen dieses Dia, weil hier unten das Ergebnis theoretischer Berechnungen gezeigt ist. Und das Bemerkenswerte ist, dass es hier um absolute Werte handelt. Die Reaktionsrate ist hier in Turnover Frequency angegeben, Zahl der reaktiven Ereignisse pro Platz pro Sekunde. Und die Reaktion ist die Theorie ist eine Ab initio-Theorie ohne jegliche anpassbare Parameter. Und es ist bemerkenswert, dass man chemische Reaktionsgeschwindigkeiten tatsächlich mit einer derartigen Genauigkeit nun auch theoretisch modellieren kann. Sie sehen auch, das Maximum kommt an der gleichen Stelle. Der Abfall hat andere Gründe, aber auf jeden Fall ist die Theorie mittlerweile so weit, bei solchen einfachen Reaktionen auch eine vollständige Beschreibung zu liefern. Das war jetzt Ruthenium-Dioxid. Jetzt gehen wir wieder zum Platin und zu einer bestimmten Oberfläche, der Platin-110-Oberfläche. Und da sehen wir im Prinzip was Ähnliches. Wir variieren den CO-Druck, halten den Temperatur- und Sauerstoffdruck konstant. Die Rate steigt an, geht durch ein Maximum und sinkt dann wieder ab, außer in einem bestimmten
Bereich hier, wo die Rate, obwohl wir alles konstant halten, nicht konstant bleibt, sondern periodisch oszilliert. Das ist hier gezeigt. Wir verändern an dieser Stelle den Sauerstoffdruck von 2 auf 2,7. Die Reaktionsrate steigt an und fängt an zu oszillieren und tut das über lange Zeit hinweg. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Wir haben ein System, das konstanten äußeren Bedingungen ausgesetzt ist, nämlich einer konstanten Strömungsrate, das sich trotzdem zeitlich nicht konstant verhält. Sowas beobachtet man in der Natur, aber häufig auch in anderen Zusammenhängen. In der Biologie sowieso sind viele Vorgänge periodisch, wie man weiß, aber auch in der Populationsdynamik. Das sind Daten über die Fangquoten von Hasen und Luchse, wie sie bei der Hudson Bay Company als Funktion der Zeit abgeliefert worden sind. Und Sie sehen, die sind nicht konstant, sondern die variieren periodisch. Und zwar immer mit einer gewissen Phasenverschiebung zwischen Hasen und Luchsen. Man kann leicht eine qualitative Erklärung dafür finden. Wenn es viele Hasen gibt, haben die Luchse viel zu fressen, vermehren sich entsprechend. Sie vermehren sich so stark, bis die Hasen mit der Geburtenrate nicht mehr nachkommen und deswegen die Hasen anfangen auszusterben. Und mit einer gewissen Verzögerung werden dann die Luchse anfangen zu hungern und sterben auch aus. Das Problem war schon lange bekannt und wurde auch von Mathematikern einer Lösung unterworfen. Und diese Lösung in diesem Falle ist in dem sogenannten Lotka-Volterra-Modell formuliert, in dem einfach die Raten der Änderung der Konzentration der Hasen und der Luchse aufgeschrieben worden ist. Die Änderung der Konzentration der Hasen ist gegeben durch die Geburtenrate, proportional zur Konzentration, minus der Rate, mit der Hasen und Luchse miteinander kollidieren und damit verschwinden. Und für die Luchse ist es umgekehrt, je mehr sie zu fressen kriegen, desto mehr nehmen sie hier zu und das ist die natürliche Sterberate. Das sind zwei gekoppelte, gewöhnliche Differentialgleichungen. Das ist die einzige Gleichung, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Die sind nicht linear und das war auch genau das, was Lorenz Kramer beschäftigte, nichtlineare Gleichungen. Nichtlinear deswegen, weil die Variablen nicht als in der ersten Potenz, sondern hier als Produkte auftreten. Man kann diese Gleichung numerisch lösen und siehe da, selbst wenn alles Äußere konstant gehalten wird, unter bestimmten Bedingungen gibt es hier oszillatorisches Verhalten. Genau das, wie wir es vorhin auch bei den experimentellen Daten gesehen haben, mit einer gewissen Phasenverschiebung zwischen der Population der Hasen und der Luchse. Das ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Die dahinterliegende nichtlineare Dynamik, die dafür sorgt, dass solche Phänomene, obwohl sie konstanten äußeren Bedingungen unterworfen sind, periodisches oder auch nicht periodisches zeitliches Verhalten zeigen kann. In diesem Falle können wir für unsere Reaktion genauso diese Gleichungen aufschreiben und die entsprechend lösen. Wobei ich dazu sagen muss, die Platin-110-Oberfläche, die wir da gezeigt haben, hat eine weitere Besonderheit. Die Struktur der Oberfläche kann unter dem Einfluss von adsorbiertem CO sich wandeln. Und das ist sozusagen die dritte Variable, die wir hier haben. Und so sieht das die Lösung davon aus. Genau, was wir beobachtet haben im Experiment. Die periodische Variation der Reaktionsgeschwindigkeit, gekoppelt mit periodischer Variation der Konzentration von Sauerstoff und CO und der Struktur der Oberfläche. Das ist noch nicht die ganze Geschichte. Denn das setzt voraus, dass alles in Phase oszilliert. Aber wir haben ja ausgedehnte Systeme, auch bei den Hasen und Luchsen. Wie können die miteinander wechseln und koppeln? Nun, bei einer chemischen Reaktion wird zum Beispiel Wärme entwickelt. Und wenn wir das so machen, dass die Wärmeentwicklung dazu ausreicht, um eine dünne Folie zu deformieren, können wir direkt beobachten, wie das periodische Verhalten der Reaktionsgeschwindigkeit zu einer periodischen Deformation
der Oberfläche führt. Das ist eine sehr dünne Platinfolie, die unter konstanten Bedingungen von Sauerstoff und CO2-Druck betrieben wird. Die Reaktionsrate variiert periodisch und entsprechend wird auch die Wärmeentwicklung periodisch verändert. Und das führt zu einer Veränderung der Ausdehnung und damit zu einer Deformation wie bei einem Herz. Deswegen haben wir das Herzschlag genannt. Das zum ersten Mal jetzt so etwas wie eine Musterbildung. Das ist aber keine echte Musterbildung, denn die Musterbildung hängt offenbar damit zusammen, dass die an der Reaktion beteiligten Teilchen, adsorbiertes Sauerstoff und adsorbierte CO, offenbar über die Oberfläche nicht mehr homogen verteilt sind, sondern eine Strukturbildung aufweisen. Und die mathematische Struktur muss offenbar von der Art sein, dass wir jetzt raumzeitliche Selbstorganisation beobachten können in einem offenen System, das kontinuierlichen Zufluss von freier Energie hat, nämlich in diesem Fall die chemische Reaktion, und die dazu führen, dass die Zustandsvariablen, also die Konzentrationen an der Oberfläche, nicht mehr konstant sind, sondern zeitlich und räumlich variieren. Die zeitliche Variation steckt hier drin, das ist die Kinetik, die wir vorhin diskutiert haben. Die räumliche Variation muss damit zusammenhängen, dass die Konzentration nicht überall gleich ist. Wenn wir Konzentrationsunterschiede haben, gibt es Diffusion. Also muss ein Diffusionsterm dazu, das ist die Diffusionskonstante, und das ist die zweite Ableitung aufgrund der Diffusion. Das ist die Struktur dieser Reaktions-Diffusionsgleichung, die dem allem zugrunde liegt, wenn wir das zu theoretisch beschreiben wollen. Solche Strukturbildungen gibt es in anderen Systemen, zum Beispiel in der berühmten Beluschow-Chapotinsky-Reaktion, die in einer Petrischale durchgeführt wird. Das ist die Längsskala, wo die Farbänderung die unterschiedlichen Konzentrationen der an der Reaktion beteiligten Stoffe markiert. Eine sehr komplizierte Reaktion, etwa 20 Reaktionsschritten. Aber hier sieht man diese Art von Musterbildung. Und die Längenskala hat jetzt nichts mehr mit atomarer Skala zu tun, sondern wird durch die sogenannte Diffusionslänge bestimmt. Die Diffusionslänge ist die Strecke, die ein Teilchen zurücklegt, bevor es wieder reagieren kann. Die ist also in diesem Fall in der Größenordnung von Zentimetern. Und die Muster sehen aus wie Zielscheiben, deswegen heißen sie auch Zielscheibenmuster. So, und jetzt wieder zurück zu unserer katalytischen Reaktion. Wir müssen also offenbar eine Möglichkeit finden, um die Konzentrationsverteilung der Teilchen auf der Oberfläche abzubilden. Das ist eine zweidimensionale Physik. Das heißt also eine Abbildung adsorbierter Teilchen aufgrund einer Eigenschaft, die wirklich auf die atomare Dimension der Schichtdicke beschränkt ist. Und das kann man zum Beispiel dadurch machen, indem man einen Effekt ausnutzt, den man schon lange kennt, in eine Oberfläche oder betrachtet wird eines Metalls, sind die Elektronen bis zum Fermi-Niveau besetzt und der Abstand zum Vakuumniveau bestimmt die Austrittsarbeit. Und wenn wir jetzt ein Photon draufschießen und die Intensität der emittierten Elektronen als Funktion der Photonenenergie messen, bei einer sauberen Oberfläche sieht es dann so aus, mit Wurzel der Intensität als Photonenenergie. Wenn wir jetzt adsorbierte Teilchen haben, die adsorbierten Teilchen bilden ein Dipolmoment. Wir haben gesehen, Sauerstoff zieht die Elektronen ab, also die Austrittsarbeit wird erhöht. Wenn die Austrittsarbeit erhöht wird, brauchen wir bei gleicher Photonenenergie, kriegen wir weniger Intensität. Das sieht also so aus mit adsorbiertem Sauerstoff. Und die CO-Adsorption erhöht auch die Austrittsarbeit, aber nicht so sehr. Und das ist das Prinzip der Methode. Wir bestrahlen die mit UV-Licht in diesem Energiebereich hier und dann kriegen wir aus Bereichen, die sauerstoffbedeckt sind, wenig Elektronen und von denen, die CO-bedeckt sind, viel. Und wenn wir die jetzt auf einen Fluoreszenzschirm schicken, dann kriegen wir dunkle Bereiche als sauerstoffbedeckt, helle Bereiche als CO-bedeckt. Das wurde erstmals bei uns 1990 realisiert. Und Sie sehen, das sind die Muster, die man da sieht. Dunklen Bereiche CO-bedeckt, helle Bereiche, dunkle Bereiche sauerstoffbedeckt, helle Bereiche CO-bedeckt. Und es ist ein relativ einfaches Instrument, ein Photoemissionselektronenmikroskop. Das ist die Oberfläche, die wird mit UV-Strahlung
belichtet. Die Elektronen, die emittiert werden, werden durch ein System elektrostatischer Linsen gelenkt und beschleunigt auf einen Fluoreszenzschirm, wo man sie dann von außen beobachten und fotografieren kann. Das System, das Experiment ist natürlich weiter verfeinert worden und mittlerweile können wir also auch richtig schöne Musterbildung auf die Weise beobachten. Wie sieht das aus mit der Musterbildung? Zunächst eine Situation, wo die Reaktionsgeschwindigkeit stationär ist, konstant, es ändert sich gar nichts und Sie sehen, die Verteilung der adsorbierten Teilchen auf der Oberfläche ist auch uniform und homogen. Das ist die Längenskala, 0,24 mm in der Länge, also das ist im Mikrometermaßstab. Dann können wir aber fragen, was passiert, wenn wir die Oberfläche künstlich einer periodischen Störung aussetzen. Das heißt, wir variieren jetzt einfach den Partialdruck von CO um 10%, plus minus 10%. Das heißt, wir erzwingen eine Oszillation. Und siehe da, es tritt eine Musterbildung auf. Und zwar mit einer Vorzugsrichtung, die durch die Struktur der Oberfläche bestimmt ist. Und diese Muster haben eine charakteristische Wellenlänge, die im Mikrometerbereich liegt. Das ist genau das Analoge zu dem, was wir vorhin bei der BZ-Reaktion gesehen haben. Die Längenskala ist durch die Kopplung von Reaktion und Diffusion bestimmt. Die Zielscheibenmuster kann man direkt auch beobachten, wenn man jetzt die Bedingung etwas ändert. Dann sieht man tatsächlich diese Zielscheiben, aber jetzt elliptisch, weil nämlich das die Struktur der Oberfläche und in dieser Richtung, das ist diese Richtung hier, diese Richtung ist die Diffusion schneller. Da sieht man direkt den Einfluss der Oberflächendiffusion. Und da das Instrument natürlich auch zeitlich aufgelöst betrieben werden kann, kann ich Ihnen jetzt in Echtzeit zeigen, wie diese Muster sich verändern. Die elliptischen Wellen propagieren kontinuierlich, wie bei der BZ-Reaktion, aber daneben sehen Sie auch, dass der Untergrund periodisch zwischen hell, CO bedeckt, und dunkel, Sauerstoff bedeckt, variiert periodisch. Also es muss neben der Diffusion doch einen anderen Kopplungsmechanismus geben, damit ganze Bereiche über längere Distanzen hinweg synchron sind. Diese Kopplung, sogenannte globale Kopplung, erfolgt durch die Gasphase. Wenn wir hier eine Oberfläche haben, wo an der Stelle eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit besteht, dann wird mehr von dem Gas verbraucht. Das heißt also, es gibt einen Gradient in der Gasphasenkonzentration. Und da Gasmoleküle in diesem Fall sich sehr schnell ausbreiten, 1000 Meter pro Sekunde, ist das praktisch eine Kopplung, die instantan erfolgt. Diese globale Kopplung erfolgt spontan, überall und deswegen können wir sie überall sehen. Das ist also eine stehende Welle. Und wir können auch Konditionen finden, wo wir nur stehende Wellen haben. Das ist hier. Also periodische Variation der Reaktionsgeschwindigkeit gekoppelt mit der Ausbildung stehender Wellen, Konzentration von Sauerstoff und CO. Musterbildung in der Natur findet man zum Beispiel auch beim Zebra. Das sieht ganz ähnlich aus. In dem Fall ist die Kopplung über die Gasphase sehr schnell. Man kann sich fragen, gibt es eine noch schnellere Kopplung zwischen Systemen? Die kann übers Licht erfolgen. Und deswegen zeige ich Ihnen jetzt als nächstes ein Beispiel, wo die Kopplung über Licht erfolgt. Das sind Glühwürmchen in Malaysia. Das ist ein einzelnes Glühwürmchen und die sind in Kolonien angeordnet und die blinken. Und die blinken einander so an, dass sie also über das Licht quasi sofort gekoppelt werden. Und wir können jetzt beobachten, wie sich periodisch das Blinken fortsetzt. Zurück zu unserer Reaktion. Es gibt andere Art von Muster. Eine besonders interessante Musterbildung ist hier gezeigt, das sind sogenannte solitäre Wellen. Eine Welle ist üblicherweise durch eine Wellenlänge ausgezeichnet, die sich im Raum
beliebig weit fortpflanzt. Wenn wir Wellen verschiedener Wellenlänge überlagern, dann können wir auf die Weise ein Wellenpaket erzeugen. Dieses Wellenpaket bewegt sich auch, aber es läuft auseinander, weil die verschiedenen Komponenten unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Es sei denn, die Ausbreitung erfolgt in einem nichtlinearen Medium, so wie das hier der Fall ist. Die Position dieser Wellenpakete oder Wellenzüge ändert sich linear mit der Zeit, entweder in der einen oder in der anderen Richtung. Die Geschwindigkeit ist linear, etwa 3 Mikrometer pro Sekunde und bleibt zeitlich konstant. Das kommt also dadurch zustande, dass die Wellenausbreitung in einem nichtlinearen Medium erfolgt. Und das ist auch etwas, was beim Tsunami die Rolle spielt. Auf die Weise wurden die solitären Wellen auch zuerst mal entdeckt von einem britischen Ingenieur namens Scott Russell, der auf einem Bach, einem Pferd parallel zu einem Bach ritt und sah, dass da eine Welle neben ihm herlief. Und er hat also sozusagen die Welle verfolgt über viele Kilometer. Wer zuerst aufgab, die Welle oder das Pferd, ist nicht berichtet. Aber das ist der Ursprung dieser ganzen Solitonforschung. Wie können wir uns das vereinfacht erklären? Stellen Sie sich vor, ein Wellenpaket besteht aus 3 Läufern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Einer ist schneller, einer ist mittel und einer ist langsam. Wenn die auf einer ebenen Fläche laufen würden, wären sie schnell auseinander. Wenn sie aber in ein solches nichtlineares Medium eintreten müssen, wird der erste sozusagen bergauf laufen müssen. Der zweite hat das ebene Stück hier und der dritte läuft ein bisschen bergab. Und auf die Weise können sie immer beieinander bleiben. Das ist also anschaulich gesprochen das Zustandekommen solcher solitären Wellen. So, in unserem Experiment nochmal sieht das also so aus jetzt. Die bewegen sich gleichmäßig, durchdringen sich manchmal, manchmal lösen sich auch auf, aber sind das, was man als in der Physik als Soliton bezeichnet, hier als Konzentrationsmuster bei der Reaktion auf einer Oberfläche. So, aber jetzt zu den Mustern, die eigentlich am spektakulärsten sind, das sind Spiralen. Unter anderen Bedingungen können wir also solche Spiralenmuster beobachten. Denken Sie daran, dunkle Bereiche sind sauerstoffbedeckt, helle Bereiche sind CO-bedeckt. Das sind Spiralen mit unterschiedlicher Wellenlänge. Die Wellenlänge wird dadurch bestimmt, dass das Zentrum der Welle unterschiedliche Defektstruktur hat. Und in dem Fall bewegen sich die Wellenfronten auch wieder mit einigen Mikrometer pro Sekunde. Das hat nichts zu tun mit der echten Reaktionsgeschwindigkeit. Auf diesen dunklen Bereichen findet etwa 10-mal pro Sekunde pro Platz eine Reaktion statt. Das ist wieder die Kopplung von Diffusion und Reaktion. Wenn zwei zusammenstoßen, gibt es diese Auswüchse. Darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Nun, Spiralen findet man in ganz anderen Bereichen der Natur ebenfalls natürlich. Die größten Objekte in der Natur, die Galaxien, sind Spiralen. Oder ein Hurrikan bildet auch diese Spiralen aus. Und jetzt zurück wieder zur Biologie. Man fragt sich seit langem, wie kommt es, dass eine Zelle sich teilen kann? Und warum teilt sie sich gerade in der Mitte? Das hat Petra Schwille ausführlich untersucht, indem sie festgestellt hat, dass bestimmte Proteine durch die Zellen hindurch diffundieren und an einer bestimmten Stelle die Konzentration so klein ist, dass da die Einschnürung erfolgen kann. Und wenn sie das macht, dann treten wieder solche Spiralen auf, jetzt in einem lebenden System, auch wieder mit der Wellenlänge im Mikrometerbereich. Das älteste Beispiel von Spiralen fand ich bei einem Altarstein auf der Insel Malta in Thraxien. Der ist etwa 3500 Jahre alt, aus der Jungsteinzeit. Und da sehen Sie auch die Spiralen und was vor allem bemerkenswert ist, diese Fortsätze hier. Sehr seltsam, wie die damals drauf gekommen sind. So, jetzt zurück zu unserer Reaktion. Ich sagte vorhin, wir kennen bei der Reaktion alles. Wir haben ja auch das zeitliche Verhalten schon
mathematisch modellieren können. Wir können jetzt versuchen, auch das raumzeitliche Verhalten mathematisch zu beschreiben, indem wir die entsprechenden partiellen Differentialgleichungen, also Reaktion mit Einfluss der Diffusion, aufstellen und dann numerisch lösen. Das sieht also beispielsweise so aus. Wir gehen von einer regellosen Verteilung der Teilchen CO und Adsorption und Sauerstoff aus und lassen das einfach jetzt auf dem Computer losmarschieren. Und siehe da, es kommt unter bestimmten Bedingungen zur Ausbildung solcher Spiralwellen. Genauso wie wir es im Experiment beobachten. Es hängt sehr eng von den gewählten Parametern, Temperatur und Partialdrücke, ab. Wenn wir diese Parameter ein bisschen verändern, dann sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Dann fängt es wieder an als Spiralbildung, aber die Spiralen brechen dann auf und werden ungeordnet. Das nennt man Spiralturbulenz oder raumzeitliches Chaos. Auch das kann man im Experiment beobachten. Eine Spirale, die aufbricht, die Musterbildung sozusagen dann in einen ungeordneten, chaotischen Zustand übergeht. Alle Bedingungen sind von außen festgelegt, alles ist konstant, das ist in Echtzeit, und trotzdem beobachten wir dieses chaotische Verhalten oder chemische Turbulenz. Warum Turbulenz? Weil die Gleichungen eine ähnliche mathematische Struktur haben wie die Gleichungen, die die Turbulenz in Flüssigkeiten beschreiben. Und die Ähnlichkeit kommt auch hier wieder zum Ausdruck. Das ist ein Schnappschuss unserer turbulenten Oberfläche und das ist ein Ausschnitt aus dem Tagebuch von Leonardo da Vinci, der also auch damals die Turbulenz auf die Weise schon dargestellt. So, wo sind wir jetzt? Wir wissen, dass wir komplexe Systeme haben, die sich in der Nähe des Chaos befinden können. Das sind einfache Systeme, die ein komplexes dynamisches Verhalten zeigen, also Konsequenz dieser Wechselwirkung. Also wenn wir ein System als solches betrachten, dann könnte es in verschiedenen Zuständen sein. Es kann einfach flexible Organisation haben, wie wir es am Anfang gesehen haben. Die Teilchen hüpfen hin und her. Sie können eine starre Organisation bilden, ein Kristall. Das ist aber dann eine tote Ordnung. Oder aber sie können ins Chaos übergehen. Das wünscht man auch nicht unbedingt. Also was kann man machen, um ein System am Übergang ins Chaos zu hindern? Man führt eine Rückkopplung ein. Und genau das wird auch in der realen Welt gemacht. Wenn die Finanzmärkte aus der Kontrolle gelaufen, chaotisch zu werden, drohen, dann führt man eine Rückkopplung über die Zentralbank ein. Wenn Ihr Organismus droht, ins Chaos zu laufen, weil Sie Hunger haben, dann machen Sie eine Rückkopplung und essen was. Und genau das können wir jetzt versuchen, auch mit unserer Reaktion zu machen, als Modell wieder. Das heißt, wir führen eine Rückkopplung ein in der Weise, dass wir die Reaktion ablaufen lassen, die Musterbildung registrieren und dann je nachdem, ob wir zu viel oder zu wenig Reaktion haben, über eine Rückkopplung den Zufluss eines Reaktanten steuern. Das können wir etwas verzögert machen und auf die Weise dann schauen, wie sich das Muster verändert. Das ist ein Beispiel dafür. Wir gehen vom chaotischen Zustand aus, machen die Rückkopplung, indem wir den Druck entsprechend variieren, periodisch, wie das auch auf der Oberfläche sich abläuft. Und siehe da, dieser turbulente Zustand, der chaotische Zustand, der wechselt über in einen stationären Zustand, dass wir jetzt periodische Blasen haben, die da kommen, rauf und runter. Genau auf die Weise kann man also durch Rückkopplung solche Musterbildung beeinflussen. Und die Rückkopplung kann über zwei Parameter gesteuert werden. Einmal über die Amplitude der Partialdruckänderung und zum anderen durch die Verzögerungszeit. Und wenn man das systematisch durchführt, dann gibt es ein ganzes Spektrum verschiedener Verhaltensmuster. Ausgehend von dem turbulenten Zustand kann man verschiedene andere Arten von Turbulenz bekommen. Wir können ganz regelmäßige periodische Strukturen haben. Oder wir können Clusterbildung haben
oder sogar das ganze System uniform in einem Zustand periodisch hin und her oszillieren lassen. So, was haben wir also jetzt erreicht? Wir haben offenbar gefunden, dass diese Musterbildung in sehr einfachen Systemen auftreten kann, die sich fernab vom Gleichgewicht befinden. Und wir fragen, ist das etwas Allgemeines? Und dazu möchte ich Ihnen jetzt eine Vision der Welt zeigen, wie sie Vincent van Gogh künstlerisch dargestellt hat. Und da sieht man jetzt unsere Spiralen, unsere Zielscheibenmuster, die stehenden Wellen und den turbulenten Zustand. Und als Kommentar dazu ein Ausdruck aus einem Brief, den er an seinen Bruder geschrieben hat: Das Große wird nicht durch ein impulsives Handeln, sondern durch das Zusammenwirken vieler kleiner Dinge hervorgebracht, die man zu einem Ganzen vereinigen lassen. Also vom Atomaren zum Komplexen. Danke vielmals. Ganz herzlichen Dank, Herr Ertl. Sie haben auch ganz klar gezeigt, was alles in der Welt miteinander zusammenhängt. Wir haben bei diesen Festvorträgen immer keine Diskussion anschließend. Genießen Sie es einfach, dass jemand sozusagen mit seinen Nobelpreisleistungen auch die Sachen schafft zu Räuber-Beute-Modellen, Hasen und Igeln, nicht Hasen und Luchsen. Und nehmen Sie etwas mit. Wer mehr erfahren möchte von den ganz jungen Leuten, der braucht es in Bayreuth nur studieren. Das kann man hier, das lernt man alles. Und ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich für diesen Besuch, das natürlich auch unseren Sprecher sehr ehrt, bedanken. Kommen Sie irgendwann mal wieder. Und die jungen Leute können außen noch auch was nachlesen, dass am 20. November es wieder etwas gibt hier. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Ertl. Ganz herzlichen Dank für das Publikum. Danke.